Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani. Heute schminke ich ein Augen-Make-up mit der neuen Palette von Catrice. Mit der Next Gen Nude Slim Eyeshadow Palette Pro. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach. Die Farben haben mir sehr, sehr gut gefallen und die Palette selbst hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Weil das eigentlich genau mein Farbschema ist. Da sind Brauntöne drin, da sind Rosatöne drin, Rosenholz und helle Töne, matte Töne und schimmernde Töne. Super von der Größe her, sehr handlich, mit Spiegel drin. Und es gab noch eine weitere Palette, sieht fast genauso aus. Die Farben sind aber mehr auf den, mehr herbstlich. Und trotzdem, ich habe mich lieber für diese entschieden. Und vielleicht hole ich mir die andere auch noch. Die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Was ich schminken möchte, einfach wieder einen Alltagslook in Kombination mit rosa, Rosenholz, mal schauen, mit so einem kleinen Topper drüber. Und legen wir jetzt einfach mal los. Hier erstmal Augenbrauen. Das Ganze werde ich jetzt hier oben ein bisschen ausblenden. Als nächstes werde ich jetzt noch das Ganze ein bisschen verdunkeln. Und zwar mit der dunkelbraunen Farbe namens Brave. Das ist die hier. Und zwar gebe ich das einfach hier im äußeren Augenwinkel. Die braune Farbe ziehe ich dann noch weiter bis zur Mitte des Auges. Ich gehe hin und verblende die dunkle Farbe mit der hellen Farbe so ein bisschen, damit das Ganze ineinander übergeht. Genau. Und das war's eigentlich auch schon. Jetzt würde ich gerne noch einen Topper drüber geben. Und dann nehme ich, der ist richtig schön, diese Farbe Passionate. Und zwar ist das diese hier. Die ist wirklich wunderschön. Das gebe ich dann mit meinem Finger auf das Augenlid und zwar von der Mitte. Ziehe das so ein bisschen in das Bräunliche am äußeren Augenwinkel mit rein. Und das wirklich auch nur auf dem beweglichen Augenlid. Genau.
Oh, der ist wirklich schön. Das Augen-Make-up und ich finde, es sieht wirklich sehr, sehr schön aus mit dieser Farbkombination. Ich finde, die Palette hat es wirklich sehr, sehr gut getroffen. Genau, also wenn ihr das noch kriegen könnt bei Catrice im Ständer, im Aufsteller, dann würde ich euch empfehlen, schaut sie euch an, die ist wirklich toll. Die Palette kostet um die 10 Euro, meine ich. Aber ich finde, es lohnt sich wirklich. Jetzt werde ich noch meinen Eyeliner auftragen und Wimperntusche und dann melde ich mich gleich mit einem Fazit zu dieser Palette wieder. So, ich habe jetzt ein paar Stunden vergehen lassen, habe mich natürlich zu Ende geschminkt, beziehungsweise habe ein bisschen Rouge aufgetragen und so weiter. Ist allerdings alles schon wieder weg. Ich wollte euch einfach mal zeigen, wie das oder wie die Farben auf dem Auge geblieben sind. Ich muss dazu sagen, ich war auch durch den Regen gelaufen und es sind mittlerweile 8 Stunden ungefähr vergangen, seitdem ich den Lidschatten aufgetragen habe und ich hole euch jetzt mal eben näher ran. So, und der Lidschatten hat eigentlich sehr, sehr gut gehalten. Der größte Teil ist auf jeden Fall trotzdem abgetragen, aber ich finde, für die 8 Stunden und dafür, dass ich durch den Regen gelaufen bin und ein bisschen auf der Couch gelegen habe, haben die Farben gut gehalten. Hier muss ich sagen, hat sich da was abgesetzt, so ein bisschen in die Lidfältchen, aber absolut nicht der Rede wert. Die Farben sind wirklich ganz, ganz toll. Möchte ich euch gerne noch ein paar Swatches zeigen. Falscher Rücken. So. Da haben wir zum Beispiel diese Farbe. Das ist ein wunderschönes Braun. Was habe ich denn jetzt genommen? Classy. Genau, das hatte ich auf dem Auge gehabt. Hier dieses Braun. Auch. Und sehr gut. Und wie man sieht, es krümeln kaum. Dann nehmen wir noch einmal diese hier. Wunderschön. Ganz toll. Also wirklich, gerade diese Schimmerfarben gefallen mir sehr, sehr gut. Die lassen sich, finde ich, sehr, sehr gut verblenden. Man kann damit sehr gut arbeiten. Sie halten relativ lange. Als Base hatte ich übrigens einen Primer gehabt und den ich dann auch abgepudert habe. Genau. Also wenn ihr daran interessiert seid, ach, die Palette hat auch einen Namen. Das ist die 010 Courage is Beauty. Da steht der Name drauf, ganz klein und hinten. Ja. Courage is Beauty. Okay. Hätte ich vielleicht am Anfang sagen können. Ja. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, wenn ihr Lust drauf habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.